Asta s-a spaia, bă, dar asta ești, nu? Ia, e că și eu și oana, bă, bă, fier stu hin, fai, iau. Da, hai. Da, hai, ca să fie bine, e ca de iau. Mă de țui de pan, nu-i mie. Vite, nu sunt în haos. Vite. E fa, au, fa, iar, nu sunt fara, că dau de drum. Nu, e ca pa, o nu-i de nou. Ia, nu-i de nou, că sunt bucă de gata, au fără bucă. Ia, bucă, fii, fără, nu-i de nou, nu-i de nou. Vite. Ще го убием. Уверите групи и шлямата, като ви потом... Но ай ли перфектно. И група е решено на дисмо дискутите. Ма пока е шайса, ви са главни, ви са пашо. Да бъде бъде за спомен. Бъде за спомен, да? Писите им буса не на вас. Писите им буса не на вас. Aber ich du bist nach Hause, gell? Nein, die ist nicht, aber wenn das noch auf YouTube steht, wäre das doch vielleicht nicht so anders. Müsste ich einfach mal aufmachen. Das hat ja nur ein bisschen mehr. Tut mir leid, die Technik der Fahrt. Für die Kamera lieben die ja. Ja. Kommen Sie ruhig auch ein bisschen. Gehen Sie ruhig weiter rein. Wenn Sie hier nach was ist das, von Ihnen aus rechts gehen, ist noch ein bisschen Platz. Ja, Sie sehen hier so eine etwas skurrile Installation, sage ich mal, die Sie im Groß da hinten sehen und
und wenn Sie im richtigen Winkel stehen, erkennen Sie das schon, dann sehen Sie auch sich selbst in dieser Installation. Die Installation ist von Amy Youngs. Amy Youngs ist 1966 geboren, eine Amerikanerin. Und sie beschäftigt sich weniger mit Videotechnik und Projektion, sondern mehr mit Installationen, die Gesamtzusammenhänge darstellen sollen. Diese Installation heißt Encounters of Domestic Nature, was so viel wie Zusammentreffen, Begegnung heißt. Und die Domestic Nature sehen Sie da unten drin, das sind also 7, glaube ich. Ne? Das sind mittlerweile so. Wir waren erst mal bei 5 oder 6. Inzwischen hatten wir aber schon mehrere Besucher, die auf jeden Fall 8 gezählt haben. Ich glaube, auch vom Bühnenstand, da bin ich nicht umgekommen. Kinder sind das sehr genau. Naja, und die leben halt in dieser künstlichen Landschaft. Wenn die Installation abends beendet wird, dann wohnen die bei einer Lichtrutenassistentin und werden da auch schön mit der richtigen Wärme versorgt. Wenn sie mal ganz still sind, hört man zum Teil auch das Zirpen. Ja, die sind sogar in den Bäumchen da drin. Das Zirpen wird aus dieser Glaskugel übertragen, weil da ein Mikrofon drin ist und eine kleine Kamera. Und Sie stehen ja zum Teil jetzt vor dieser grünen Wand, die also neutral ist dann für die Kamera. Und dort vorne befindet sich eine zweite Kamera, die Sie dann in die Kugel hinein projiziert. Deshalb heißt das Zusammentreffen der domestizierten Natur, also wenn man richtig steht, dann ist man plötzlich drin im Brillenglas. Und wie gesagt, naja, das sind echte Brillen und alles sei. Es zirpen nur die männlichen, hat man uns gesagt. Aber haben irgendwie andere Flügelstrukturen und von daher dann das Zirpen aus. Ja, sonst ist das hier immer so rappelvoll, dass man überhaupt nicht reinkommt. Ja, Sie können jetzt ja alle noch mal langsam da wieder zurück vorbeigehen. Dann sehen Sie sich. Und wir treffen uns vorne an der Ecke, wo diese bunte Installation ist, und gehen dann den Gang hinunter zur Bergchemie bzw. zur Kulturfabrik Berg, wie das jetzt heißt. Ja,
das System nicht verstanden. Auch immer. Das ist ein Problem. Jetzt haben wir dir doch gesagt, ihr seid keine eigene Frage. Ja, ja. Sind sogar 9. Ja, es ist. Jeder zählt besonders. 8, 9, irgendwie, das variiert. Auf jeden Fall sind es mehr als 6. Und 7 passt, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Und es sollten nur 5 sein, ursprünglich? Es waren wohl 5 oder 6 am Anfang. Also, was ganz genau, ich glaube, 6 waren es anfänglich. Heute hieß es dann erst, als ich anfing, 7. Und dann kam aber bei Besucher, die zählten, also Kinder vor allem, zählten immer 8. Also ich habe jetzt 4-mal durchgezählt und habe 4-mal 9 gezählt. Also 9 inzwischen. Also wir wissen es selbst nicht mehr so genau. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es den Grillen gut geht. Mhm. Ja, wo sind die denn her? Wo kommen die von der die hat die Künstlerin aus den USA mitgebracht. Ja. Werden aber wohl in Deutschland bleiben. Hm. Na, ich glaube kaum, dass Amy Youngs nochmal hierher fliegt. Genau, bei derjenigen, die sie jetzt auch immer, also dann immer in Pflege hat. Die will sie wohl auch behalten. Ja, warum nicht? Sind ja pflegeleicht. Und genügsam. Genau. Was ist dieser Stift, der da hinten rausguckt? Stift? Welcher Stift? Bei den Grillen. Und das weiß ich dann, den Tierstift, sehe das gar nicht von mir. Der hinten. Ja. Da ist auf jeden Fall eine Grille. Am Po unten, da kommt irgendwas raus. Sind Eier. Ja, das haben wir heute auch schon vermutet. Aber es könnte auch Schmutz sein. Könnte theoretisch auch möglich sein. Also so genau kenne ich mich damit geregelt auch nicht aus. Dafür reichen dann die Glaubenskenntnisse doch nicht, wie lange das dauert, bis die Eier legen und dann schlüpfen und so weiter. Aber klappt trotzdem, müsste man mal recherchieren. Der ist schon weit. Die werden wieder abends rausgeholt.